Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smoke and Sacrifice. Und wir gucken mal, hier brauche ich ja eher die Sachen, ne? Oh nein, das nicht. Das ist Quatsch. Da brauchen wir... Doch, warte mal. Doch, funktioniert das hier? Moment, will ich nochmal gucken. Nein, unser Eichen. So, probieren wir es mal mit der Ausrüstung. Jetzt würde ich gerne... Ich glaube, die haben die Kolben. Deswegen probieren wir mal. Wie sieht denn das Schwert eigentlich aus? Okay, geht noch. Ich weiß, wir werden gerade nicht an, denn dafür müssen wir jetzt leider gerade so nehmen. Wir müssen unbedingt gucken. Ja, ein Kolben. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen nur noch Stahlplatten. Stahlplatten gab es wo? Das ist jetzt die nächste Frage. Ich speichere erstmal, weil wir das eine haben. Vielleicht von ihm hier. Das können wir ausprobieren. Ja, ich hasse die. Ich hasse es, gegen diese Viecher zu kämpfen. Weil die halt immer abhauen und dann immer die Sachen aus dem Inventar kloppen. Okay, komm her. Aber mittlerweile bin ich auch wirklich gar nicht so schlecht tatsächlich. Oh, die Waffe. Zum Glück rechtzeitig gesehen. Was wird denn die kleine Ratte da? Und du bitte nicht abhauen. So, Stahl... Nein, keine Stahlplatte, oder? Nee, das war jetzt normaler Eisenschrott. Oh Gott, unsere ganzen Hühnerdinger hier gehen zugrunde. Das ist echt schade. Stahlplatten. Oh, nein, das wollte ich nicht. Und hier hätte ich gerne auch die ordentliche Ausrüstung. So. Ich weiß gar nicht, warum er da auf die doofen Gummischuhe jetzt wechselt. Nein, jetzt... Aha, jetzt hat er sie wieder an. Das ist echt ein bisschen doof. Nee, lass mich in Ruhe. Ich glaube, der hier hat auch eine Stahlplatte. Ah! Blöde Bombe. Doofe Idee mit dem, ne? Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wie viel Schaden wir gemacht haben. Ja, da können wir auch das nehmen. Ist auch egal. Oh nein, wir sind ein bisschen... Wir waren gerade so ein bisschen verwirrt. Wir müssen irgendwas... Hier. Vergammelt E. So. Bombe. Oh, die arme Ratte da, die saß da gerade. Das tut mir ja leid. Oh nein, wir sind schon wieder benebelt. Aua. Ah, weil wir unsere... Ich habe mich gerade schon gewundert, weil wir unsere Rüstung nicht anhaben. Unsere... Hier. Ich glaube, das wäre in dem Kampf besser tatsächlich. Aua. Das müsste uns doch Feuerschutz geben gegen ihn. Ich glaube, ich muss doch wieder das Messer nehmen. Das bringt hier nicht so viel. Aber wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Moment. Gut, dass wir das ganze Hühnchen haben. Dann brauche ich gar nicht so auf meine Gesundheit aufpassen. Das ist gerade so ein bisschen absurd, dass ich so ein bisschen... Ja, komisch spiele. Jetzt brauche ich leider doch den anderen Helm wieder. So. Ja, da gab es eine Stahlplatte. Sehr schön. Und Asche und noch mehr Stahlplatten. Ich sehe gerade nicht so viel. So, wie sieht's aus? 5 Stück? War das nicht genau die... Ja, wir haben es. Jetzt müssen wir nur zur Manufaktur. Was war denn jetzt von den ganzen hier die Manufaktur? Herz der Welt. Ist das die Manufaktur gewesen? Nee, das ist die Manufaktur. Was da? So, kurz mal speichern. Bei dem Spiel kann man nicht oft genug speichern. Und dann hier hin. Ja, na, mal gucken, wie sich das Ding schlägt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. So, das können wir dann gegen das Viech auf jeden Fall ausprobieren, würde ich sagen. Die reparieren wir mal schnell wieder. Habe ich zu viel in der Leiste? Wahrscheinlich. Moment, da bist du. Dich entfavorisiere ich gerade mal kurz. So, Essen brauche ich gerade nichts. So, jetzt haben wir es da. Ist schon hübsch. Können wir ja auch noch aufwerten. Noch ein Draht, dann können wir das schon aufwerten. Das machen wir. Die liegen ja hier eigentlich immer irgendwo rum. Ja, wo haben wir es? Achso, das ist ja nur diese kleine Plattform hier. Stimmt, die ist nicht so ergiebig. Aber hier können wir nach Draht gucken. Das sind ja, glaube ich, immer diese offenen Dinger, die überall rumliegen. Ja, diese Drähte, die da aus dem Boden ragen. Das gab es ja öfter irgendwo. Hm, haben wir hier
jetzt zufällig irgendwo einen? Vorhin habe ich noch welche gesehen, tatsächlich. Aber wenn man sie dann sucht, dann sind sie wieder nicht da, natürlich. Wie das leider so ist im Leben. Man kriegt nie das, was man sucht. Geht für alle Lebenslagen. Nee, wir wollen gerade einfach keine Dreh. Oh. Das ist aber auch schön. Kann ich hier mal kurz speichern. Und da guckt doch mal, was haben wir denn hier Schönes. Wie konnte ich die denn übersehen? Noch ein paar Sprengfässer. Oh, ey. Sprengfässer und, ja, Rattenfalle. Naja, gut. Wir nehmen sie erstmal mit, aber die werde ich wohl nicht brauchen. Das gibt's doch nicht. Ich sehe jetzt wirklich nichts. Okay. Wie gemein. Hier ist doch so ein Ding. Igitt, das stinkt. Da steckt was drin, aber das ist zu groß. Ja, das ist nicht das, wo man es rauskriegt, scheinbar. Aber irgendwas kann man hiermit scheinbar auch machen. Da steckt was. Nein. Hört auf, mir die Sachen aus dem Inventar zu ziehen. Oder war das nicht auf dem Boden? Muss ich dafür auch Viecher besiegen? Ich dachte, das würde irgendwo auf dem Boden rumliegen, das Zeug. Hier. Da haben wir sie doch. Wusste ich's doch. Sehr schön. Haben wir genug Drähte? Was wollte ich mit den Drähten machen? Ach so. So. Jetzt habe ich hier einmal aufgewertet. Jetzt bräuchten wir nochmal 8. Dann könnten wir es nochmal direkt aufwerten. Ach, sieht mal einer an. Sehe mal einer an. Glitzerstab. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit so eine Dinger hier kaputt machen. Au. Noch mehr. Oh. Ja gut, das brauchen wir auch noch. Also wenn es das hier so einfach in Fässern gibt, na dann... Her damit, dann suchen wir jetzt hier halt noch ein bisschen rum. Gut, aus dem Fass vielleicht nicht gerade. Oh nein, nicht schon wieder. Nein. Ah, du doofes Tier. Oh, und jetzt sehe ich es hier nicht. Mist. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe, bitte. Lass mal gleich die Dinger hier. Nee, geh weg. Moment, wo wir gerade dabei sind. Da ist noch ein Draht. Ist hier noch irgendwas in der Ecke? Ich glaube nicht. Oh, eine Brombeerknolle liegt hier rum. Aua. Ah, das ist immer so doof, wenn die vor einen laufen und man kann es nicht mehr anvisieren, dann hebst du es auch nicht mehr auf. Das ist immer noch ein bisschen ätzend gemacht. Unser Fleisch wird auch langsam oll. Verdammt. Aber hier irgendwas Schönes oben. Jetzt. Warte mal, das ist doch eine normale. Oh. Aber leider nur Gummi drin. Kein Glitzerstaub. Vielleicht in den Dingern hier. Habe ich gar nicht reingeguckt. Ja, das tut mir leid. Du lagst leider genau im Weg. Du standest im Weg. Entschuldigung. Das kann ich nicht mehr mitnehmen, denn da sieht die blöde Funkenblase hier. Vielleicht brauche ich die Helfomaten ja nochmal. Ich hätte ihn jetzt auch mitschleppen können, aber. Oh, Stahlplatten. Hätte ich auch gerne mit. Da geht's runter. Das will ich noch nicht. Na, schade. Habe mich so gefreut mit den Kisten. Ich glaube, die stehen wahrscheinlich immer dann an den Dingern rum, ne? Was war das gerade? Kam gleich gerade eine Nachricht? Achso, das war wegen ihm hier. Okay. Oh, die töten den Arm hier. Oh nein. Da kann ich leider nicht helfen. Das ist ja gemein. Oh, da hinten ist eine Kiste. Gucken wir da mal rein. Leider nichts. Okay. Wir brauchen eh Drähte, also deswegen laufe ich hier noch rum. Wir brauchen eh noch die Drähte. Wenn wir aufwerten wollen zumindest. Oh, da ist noch eine. Fast übersehen. Und da ist noch ein Fass. Das nehmen wir auch mit. Okay, Token nehme ich auch immer gerne mit. Können wir jedes Mal gut gebrauchen. Okay, hier geht es wieder raus. Das ist doof. Ich hätte Schwarzpulver mitnehmen sollen. Dann hätten wir hier die Dinger auch, glaube ich, lesen können. Naja, gut. Wieder schlecht vorbereitet. Da sind noch Drähte. Muss hier nur aufpassen. Ja, genau deswegen. Glitzerstaub. Ach, das ist mein eigener. Den habe ich gerade selber gedroppt, glaube ich.
Wie viel habe ich denn jetzt so? 8. Na wunderbar. Dann direkt wieder. Aufgewertet. Schön. Oh, dafür brauche ich Polypen. Okay. Ja, das Hühnchenfleisch ist leider schon weg und das hier vergammelt. Es bringt gar nicht so viel davon zu sammeln tatsächlich, wenn es gleich wieder vergammelt. Warte mal. Kurz mal nochmal gucken, wie man das Schweinefleisch macht, das Haltbare. Sauerfrucht hätten wir da noch gebraucht. Aber das jetzt so schnell zu finden, bis das nicht vergammelt. Weil wir können es mal kurz versuchen. Wo ist das Wolfskind? Hier müsste doch ein Kochtopf sein, ne? Bei dem Wolfskind, glaube ich. Könnten wir ja kurz versuchen, ein paar Sauerfrüchte ranzukriegen und ein bisschen wenigstens umzuwandeln. Ja, Wasser müssen wir ja dann auch noch holen. Oh Mann. Naja, es wird wahrscheinlich... Okay, hier hätten wir sogar Wasser. Auch wenn wir das hier kaputt machen, glaube ich. Jetzt bräuchten wir halt auch noch ein paar Sauerfrüchte und dann könnten wir da am Topf halt das machen. Gucken, ist hier irgendwo... Sag mal, echt? Sauerbäume ohne Sauerfrüchte? Wow, das ist ja richtig... Wow. Dankeschön, Spiel. Ich merke schon, du magst mich sehr. Das ist ja richtig traurig hier. Okay, hier ist einer. Nee, die Frucht hätte ich gern. Wie sieht's aus? Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber nicht viel. Wie viele Sauerfrüchte brauche ich für eins? Immer eine. Okay, gut. Dann würde ich mal schnell zurückrennen und versuchen. Ja, ich hänge fest. Oh, da ist noch eine. Zumindest, dass uns nicht alles vergammelt. Dass wir wenigstens ein bisschen was retten können. Ach, hier ist ja auch. Habe ich gar nicht gesehen. Ist ja richtig viel. Ja, das ist jetzt wieder sehr unschön gemacht. Aber zum Glück wird es überhaupt... Also ich bin schon froh, dass wenn man hinter was rennt, überhaupt das so ein bisschen ausgeblendet wird. Das macht es deutlich einfacher, irgendwas zu finden dahinter. Ja, ich weiß, du willst auch noch Zeug haben. Aber da kann ich mich jetzt auch nicht die ganze Zeit drum kümmern. So, machen wir erstmal kurz, bevor alles weg ist. So, das Herstellen dauert ja auch nochmal kurz. Sauerfruchtsaft brauchen wir jetzt eh nicht. Oh, schön, da kriegen wir einiges zusammen. Sehr gut. So, an was mangelt es jetzt? An nochmal einmal sauber, also noch ein paar Mal sauberes Wasser. Ist jetzt, haben wir jetzt mehr Zeit? Nee. Nicht wirklich. Na komm, schnell, schnell, schnell. Ich muss leider endlos draufklicken, weil ich sonst nicht weiß, wann es weitergeht. So, sollte stimmen. Dann schnell. Hätte ich sogar noch eins machen können? Weiß ich gerade nicht. Nee, jetzt haben wir es. Okay. Ja, der Rest wird jetzt leider vergammeln. Da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Hauptsache, wir konnten ein wenig davon retten. Das reicht mir schon. So, dann können wir hier wieder weg. Hier brauche ich nämlich nichts. Tschüss. Glitzerstaubdrähte haben wir gesammelt. Brauche ich nicht. Schuppenhorn. Moment, Karte noch mal kurz ausblenden. Habe ich hier noch... Ja, das Ding halt auch. Die Schuppenmaske ist natürlich auch geil. Damit können wir die beeindrucken. Aber gut, wenn wir die beeindrucken können, müssen wir sie erstmal besiegen. Glitzerstaub. Wo kriege ich dich noch her? Habe ich bestimmt schon tausendmal droppen sehen. Aber vielleicht ja... Also eigentlich sieht es jetzt aus, als würde es von hier kommen, ne? Als wäre das irgendwas, was hier... Oh, das wollte ich gar nicht reparieren. Mist. Naja. Eigentlich sieht es aus, als würde man das hier so kriegen. Vielleicht ja sogar von euch, wenn man euch besiegt. Zufällig. Oder gibt es dann nur Polypenhorn? Hm, na gut. Dann können wir wenigstens mal hier unsere Dings reparieren. Die da. Den Rest lasse ich fallen. Oh, hier könnten wir sogar Trüffel... Okay, wir haben keinen Platz. Ist egal. Vergammelt uns eh nur. Ach, guck mal, das ist ja krass. Hier ist so ein Totenhebel, Totemhebel, wo die Dinge, also der Raptorschädel dran ist. Ey, toll, jetzt bin ich vergiftet. Na gut, ganz ehrlich, dann... Ich würde gerne mal gucken. Ich weiß nicht, was ich sonst damit anfangen sollte. Okay, da können wir sonst nichts machen mit. Ach so, das... Ich verstehe. Gut, entschuldigt. Nicht dran gedacht. Das war noch, als wir hier... Ja, natürlich, das hatten wir aktiviert. Jetzt kann ich mich wieder entsinnen.
War mir gar nicht so aufgefallen damals, dass das ein Raptorschädel ist, weil wir den da ja noch gar nicht kannten, tatsächlich. Hier hatte ich geguckt, ne? Hier war das Schuppenhorn auf jeden Fall. Es ist nur die Frage, wir sollten uns trotzdem besser ausrüsten. Das ist das Einzige, was noch geht. Ohne ein Schuppenhorn zu töten zumindest. Oder tatsächlich die normalen Schuppenviecher, die sind ja nicht ganz so stark. Dann können wir das hier wenigstens noch machen. Auch eine Idee wert, ja. Das wäre vielleicht auch ganz gut, tatsächlich. Gehen wir doch mal hier hin. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen Freiraum für uns und können nach Schuppenhörnern gucken. Also die Schuppenhörner ohne Horn ist auch ein bisschen seltsam. Warum heißen die dann auch Schuppenhorn eigentlich? Ist ja eigentlich Quatsch. So, gleich mal die ordentliche Kleidung anziehen. Achso, ja, den kann ich jetzt natürlich nicht anziehen. Jetzt brauche ich erstmal den Helm hier. Wir gucken ja erstmal auch nur, wo eins ist. Mal, das können wir auch gleich nebenbei mal machen. Ja, kein Platz, aber wir brauchen die noch. Mist, ich hätte erstmal entleeren sollen. Achso, ihr seid ja eh jetzt all. Euch kann ich auch wegschmeißen. Ja, guck, so brauche ich aber trotzdem nicht losgehen. Denn dann können wir ja gar nichts sammeln. Oh nein, ein Rauchgeist. Oh. Ah, ich werde noch mal kurz hier weg müssen. Das ist gerade ein bisschen zu viel. Oder, warte mal, ich kann ja in die Kiste hier was packen. Das ist jetzt eine Kiste, die ich mir auch merken kann. Ah, hier liegt sogar noch... Oh. Okay, ja, hier ist auch noch ein wenig was drin. Sogar das haben wir hier noch. Aber auch nicht genug. Okay, ganz ehrlich, dann packe ich hier gerade auch erstmal rein. Damit kann ich doch, glaube ich... Das ist ja richtig doof, ja. Ja, das tut mir leid. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass hier das Inventar jetzt auf zwei Dinger so aufgeteilt ist. Gegen Strom. Die können wir aufbewahren. Das können wir aufbewahren. Und... Ja, das glaube ich... Oder ist das nicht das Schwarze? Warte mal. Vielleicht irre ich mich da auch gerade. Vielleicht ist es nicht das, was wir brauchen, um die Tische hier zu lesen. Ich irre mich da wahrscheinlich wirklich. Hebt garantiert die Stimmung. Na gut, warum ich jetzt Stimmung heben muss, weiß ich auch nicht genau. Aufladen von Licht. Ganz ehrlich, das brauche ich gerade auch nicht. Wir haben ja den Helm. So, unser Angriff ist gerade tatsächlich dezimiert. Ich rette mich mal kurz vor dem Elektroviech. Was brauchte ich hier nochmal? Den Sauersaft. Also diesen, nee, das eine Getränk, da brauchte ich, ne? Den da. Da brauche ich Spinnepitz, Feuerfort und Brombeerknolle. Okay. Ah, Rauchgeist. Nee, ich komme hier gerade leider nicht weit mit den Viechern. Jetzt habe ich leider auch gar nichts mehr so zu essen. Doch, die Milch noch. Komm, die können wir mal wegtrinken. Haben wir auch Platz. Nee, ist gerade hier ein bisschen zu gefährlich mit der Rauchzeit. Okay, dann würde ich fast sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Es ist eh schon eigentlich Folgenende. Ich gehe mal gerade einfach irgendwo in Sicherheit. Und dann, ja, gucken wir mal in der nächsten Folge, ob wir ein normales Schuppenhorn finden und holen uns da eine Schuppe. Die Schuppe kann ich ja, glaube ich, sogar hiermit einfach entfernen. Das ging ja, glaube ich. Ich kann nur das Horn, dem glaube ich, nicht damit abreißen. Wir müssen auch mal gucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert hat. Okay, Leute. Dann schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.